diesem Video wird erfahren, wie man einen Fidget Spinner zum Fliegen bringt. Als erstes muss ein Hund an dem Fidget Spinner drehen. Danach wickeln wir Klebepapier um den Spinner, damit die Stabilität erhöht wird. Dann bleibt ein rundes Teil übrig, aber das ist nicht schlimm, denn wenn man seinen Finger reinsteckt, kann man damit testen, ob sich der Fidget Spinner drehen kann. Trotzdem muss das runde Teil vom Fidget Spinner, da es semi-effizient für das Fliegen ist, so oder so ähnlich müsste es dann aussehen. Wenn er beim Fliegen nicht runterfällt, befestigen wir noch ein Band an dem Tesafilm und drehen es, bis es immer unsichtbarer wird. Ob dann alles so tatsächlich klappt, kann man jetzt sehen. Wir halten den Spinner vor dem Ventilator und schalten ihn an. Und es ist fertig! Jetzt hat deine Katze was Interessantes zu tun, anstatt das Möbel zu vernichten. Das Endergebnis ist sehr enttäuschend.